So, hallo, wir sind hier auf der Republika. Hier ist der Robert Böhme, und dahinter ist was ganz, ganz Tolles. Robert, was ist das? Also das, was ihr hinter uns sehen könnt, das ist Alina. Hallo, Alina. Alina ist ein Raumschiff, also das allererste private Raumschiff, was es jemals gegeben hat. Und wir wollen damit nächstes Jahr zum Mond fliegen. Da fliegt man einfach zum Mond. Wie fliegt man zum Mond? Ja, mit einem Raumschiff. Deswegen haben wir ja eins gebaut. Nee, und mit einer Rakete. Also was wir machen wollen, ist, wir machen private Raumfahrt. Genau. Wir wollen zeigen, dass es privat möglich ist, ins All vorzubringen. Also dass du, ich, wir alle da draußen Raumfahrt machen können und ins All vordringen können. Und damit haben wir vor 9 Jahren angefangen. Und wir haben seitdem eine ganze Menge Technik entwickelt. Alina, wie ihr sie hier sehen könnt, das ist schon die 3. Generation davon. Das ist auch genau die Version, mit der wir nächstes Jahr dann ins All fliegen werden. Und man muss sich das so vorstellen, wie macht man sowas? Man braucht eine große Rakete, dann nehmen wir so eine SpaceX Falcon-Rakete, das ist eine kommerzielle. Herr Musk. Von Elon Musk, genau. Das ist eine kommerzielle Rakete, da packt man Alina rein. Alina wirkt jetzt relativ groß, ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ein etwas kleinerer Satellit. Und in Alina selbst, da sind dann 2 Rover angebaut, 2 Mondfahrzeuge. Und eine ganze Menge Instrumente. Und Alina wird dann im Orbit abgesetzt von der SpaceX-Rakete. Also weiter als das kommen wir erstmal nicht. Und dann vom Orbit aus, da machen wir 3 Bahnmanöver. Das heißt, wir beschleunigen um die Erde herum in 3 Ellipsen. Jedes Mal, wenn wir hinter der Erde sind, beschleunigen wir, sodass die Ellipse größer wird. Und dann haben wir irgendwann den Punkt, dass wir einen Übertritt haben, diese Translunar Injection. Und dann fliegen wir zum Mond rüber. Das Schöne ist, wenn wir den Punkt erreicht haben, dann kommen wir auf jeden Fall beim Mond an. Warum? Weil dann sind wir im Schwerefeld des Mondes drin. Dann kommt aber noch ein schwieriger Teil. Beim Mond anzukommen ist eine Sache. Heil zu landen ist eine andere. Das heißt, die Landung ist ziemlich knifflig. Und da wollen wir dann natürlich gucken, dass wir ein Softlanding machen. Das heißt, wir müssen diese hohe Geschwindigkeit von 10,6 Kilometer die Sekunde, das ist die Spitzengeschwindigkeit, die müssen wir wieder loswerden. Und dann wollen wir in diesem Manöver, wo wir die Geschwindigkeit wieder loswerden, also bremsen, gehen wir direkt in die Landung über. Das heißt, wir setzen dann ganz sanft am Ende, wirklich mit einer Beschleunigung von 0, also schwebend, auf dem Mondboden auf. Und ein ganz besonderer Boden, wo ihr seid, ganz besonderer Ort, wollt ihr sein. Ganz genau. Also wir wollen auch wir wollen schon ganz bestimmten Ort zurückkehren. Wir wollen zum allerersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt an einen Ort zurückkehren, wo wir schon mal waren. Und zwar die Landestelle von Apollo 17. Das war die letzte bemannte Mondfahrt, oder? Absolut. Also da waren wir zuletzt als Mensch auf dem Mond gewesen. Hatten nämlich auch schon ein Auto da oben? Genau. Also bei Apollo 17 war eine der Missionen, wo es ein Mondfahrzeug gab. Weil es war toll, auf dem Mond rumzuhopsen, und da kann man viel Spaß haben und kommt auch gut voran. Aber um so richtig viel kann man sich nicht angucken. Also hat man Autos mitgenommen. Und das Mondfahrzeug von Apollo 17, das ist ein ziemlich verrücktes Artefakt, was da oben rumsteht. Gene Cernan, der letzte Mann auf dem Mond, der hatte mal eine Geschäft, der meinte, der Zündschlüssel steckt noch. Abgesehen davon ist es ganz cool, weil bei dem Mondfahrzeug ist das besteht halt aus Materialien wie Ledergurten zum Beispiel, Plastiksitzen, Folien, Nylon, Duct Tape. 60er Jahre pur. 60er Jahresteil. Und es ist halt sowas, kein Mensch in der Raumfahrt würde das heute eigentlich noch so nochmal einsetzen. Es gibt aber gar keinen so richtigen Grund, weil wer würde denn eigentlich behaupten, dass Leder da oben nicht funktioniert? Das ist ja eigentlich ziemlicher Quatsch. Das hat ja damals funktioniert. Und wir wollen jetzt rausfinden, was nach 45 Jahren damit passiert ist. Weil wenn wir das verstehen, dann kann ich dir sagen, welches Material kannst du für dein nächstes Mondauto verwenden? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was sagt der Amerikaner dazu, den bisher formal gehört, oder? Nein, man muss sagen, das ist interessant. Der Mond gehört eigentlich niemandem, das ist das Schöne daran. Der gehört auch nicht den USA, auch nicht der NASA, auch nicht den Amerikanern. Aber wir fahren sie natürlich trotzdem um Erlaubnis. Wir mussten das Luftfahrtbundesamt Erlaubnis fragen. Wir haben die Flugaufsicht in den USA fragen müssen. Und wir arbeiten sehr eng mit der NASA zusammen, um wirklich klar zu machen, wir machen nichts kaputt. Also wir sind wirklich. Also wenn ihr die Fahne umfahrt, dann gibt es ja die Hucke voll, oder? Ich glaube, dann muss ich meine Urlaubspläne für die USA wieder streichen. Das ist richtig, aber deswegen fahren wir da ganz vorsichtig. Wir wollen ja so viel wie möglich lernen und nichts kaputt machen. Frage, was war für dich der Auslöser? Warum dieser irre Gedanke, dieser geniale Gedanke, ich will auf den Mond als Privatmann? Also 2 Gründe. Einerseits, was mich persönlich dabei antreibt, ist diese relativ große Faszination für Science Fiction, muss ich sagen. Ich bin ein Mensch, ich mag gute Science Fiction. Also gerade so diese Science Fiction, so wie Star Trek oder Isaac Asimov, wo durch Technologie eine positive Zukunftsvision entsteht, also die Menschheit sich weiterentwickeln kann. Und genau das möchte ich quasi eigentlich auch sehen, dass wir wieder dahin kommen. Weil hättest du in den 60er Jahren die Leute gefragt, wie wird denn die Welt in 10 Jahren aussehen? Aber in den 60ern hätten die Leute halt gesagt, ja, dann leben wir halt bald auf dem Mond oder machen auf dem Mars Urlaub. Heute sind die Leute nicht mehr so begeistert. Heute würden die Leute, sich fragen, ob sie in 10 Jahren noch einen Job haben. Und das ist eigentlich schade, weil ich möchte wieder den Leuten diese Begeisterung geben. Super. Und das kann die private Raumfahrt. Das ist genial. Also wirklich,
das Land der Erfinder. Jetzt haben wir wieder einen Erfinder. Und du stehst dann in der Tradition von Daimler, von Siemens, von Benz, von den großen Leuten, oder? Siehst du dich da so? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir tun, was Großes ist und auch Großes bewegt. Von wo steuert ihr? Seid ihr in Berlin im Hinterhaus und steuert das Ding oder Oberpfaffenhofen oder wo muss man sich das vorstellen? Also Tatsache arbeiten wir auch sehr viel in Oberpfaffenhofen, nur um das zu sagen, aber die Mission Control haben wir jetzt bei uns. Wir haben ein ganz neues Gebäude in Berlin gerade angemietet, sind wir ganz stolz drauf. So 2200 Quadratmeter, da bauen wir die ganzen Raumschiffsachen, richtig viel Platz. Und da bauen wir fast auf 200 Quadratmeter Fläche ein Mission Control Center rein. Ziemlich groß, wo man auch so mit Glaskasten reingucken kann und da hast du dann die großen Monitore und alles. Und ja, da wollen wir das dann auch steuern, also von Berlin aus. Dann heißt es Berlin, wir betroffen, aber hopefully not. Ne? Okay. Robert, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke dir. Und ja, komm gut an und wir bleiben dabei. Ja, danke.